Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei auch mit Drachen, aber nicht Dragon Age, sondern Breath of Fire. Ich weiß nicht, was ich damit ein Problem mit habe. Und wir kämpfen wieder einmal gegen den guten Tepo. Leider habe ich ein bisschen wenig Mana. Wir können mal die normale machen. Oder? Eine Streiterkraft erhöht, Abwehrkraft. Wir erhöhen nochmal die Abwehrkraft und gehen mit unseren drei Freunden nochmal los. Das sind dieselben drei Freunde, die wir auch am Anfang hatten. Und jetzt machen wir es nämlich anders. Wir plündern direkt. Ich denke mal, der Strahlenkrieger ist hier gar nicht mal so eine schlechte Idee. Deswegen nehmen wir den jetzt nochmal. Und mit Momo, da können wir direkt anfangen, Ryo mit Mana zu füttern. Vielleicht habe ich auch dasselbe Glück und ich schnapp mir nochmal den Drachen. Geil, schön. Ich habe gerade einen Keks. Verdammt, ich muss die Keks wegnehmen. Liebe den Keks, schmecke den Keks. Tu die Keks weg. Ja, das ist auch okay. Ich wollte mich eigentlich verwandeln. Aber so geht's dann halt auch. Zur Not muss ich jetzt auch wirklich ein Stundenglas ansetzen. Weil sonst sieht's ja nicht schlecht aus, aber jetzt die, gerade wegen der Verwirrung könnte es sein, dass ich das mal eben machen sollte. Ich könnte einen Trick kennen, damit meine nette, schöne, freundliche Erzählerstimme beim Alten bleibt. Warum habe ich denn jetzt Ryo sein Leben aufgezwängt? Warum hat sich denn sein Leben jetzt erhöht? Wegen dem Feuer? Wegen der Rüstung? So. Jetzt ist nämlich Momo dran. Und die kann erstmal Ryo davon befreien. In dieser Runde. Dann kann die einmal Rei heilen. Und dann kann die einmal angreifen. Das ist ungefähr der Plan. Denn ich weiß nämlich auch nicht, ob diese Statusveränderungen, wie zum Beispiel Tempo, jetzt auch schon Effekt hätten auf den Ryo. Dann in der anderen gesteigerten Form. Und einmal kann ich angreifen. Mal gucken. Ah, kriegt der 100 in die Fresse. Schön. Hier den Wehrtiger machen. Ryo, der darf nochmal versuchen, in seine in meine neue Lieblingsform zu gehen. Und Momo darf jetzt endlich mal, den Einfluss machen. Genau, auf ihn. Das wird niemand umbringen, vor allem nicht Ryo. Da kommt der Tiger. Jetzt müssten gleich schön zwei starke Kämpfer auf dem Feld stehen. Denn er hat viel Leben. Das ist uns aufgefallen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Da müssen wir schon... Schön, alles verwandelt sich. Und Momo kann nicht, darf nicht. Die muss bleiben, wie sie ist. Ist aber auch nicht schlimm, denn die fängt gleich nochmal an, das Tempo zu erhöhen von Ryo. Denn auch das ist ja mal gerne gesehen. Zack. Reinigende Kralle hier. Momo darf die. Nein, ich versuche immer mit den anderen Tasten nach links und rechts zu kommen. So, reinigende Kralle, bam. Macht 300 Schaden. Oh, Momo fast tothauen, bam. Und das macht auch nochmal 300 Schaden. Tempo erhöhen von Ryo. Gut. Momo sollte sich gleich heilen. Das versuche ich am besten jetzt schon. So. Bäm. Ganz langsam agieren. Ja, das ist nicht so schlimm. Jetzt kann sich Momo erstmal heilen. Boah, 600 sogar. Wow. Und dann nochmal den Ryo schneller machen. Und dann vielleicht auch nochmal sogar den Rei schneller machen. Der ist ja auch nicht jetzt unbedingt der Schnellste. Wenn er nach Ryo angreift. Oder agiert. Ich muss mal gucken, welche Reihenfolge der passiert. Also ich greife an. Dann greift der Drachenmann an. Dann greift der Wehrtigerle an.
Och, und der wird immer stärker. Das ist ja der Hammer. So, Doppeltempo war gerade der Schlüssel, dass ich einen Extra-Zug kriege. Das ist auch wieder der Fall. Das ist schön, da freue ich mich. Ja, ich mich zweimal zuhauen und verbrauche nur einmal Mana. So, dann kann ich nämlich immer noch mit Ryori die reinigen Krallen machen. Und jetzt kann ich mit Momo das Tempo machen. Auf, nämlich Rai. Damit er auch wieder schneller wird als er. Um dann richtig Damage zu machen. Ja, da wirst du nicht weit kommen. Jetzt fängt ihr wieder von vorne an mit 300ern. Ist aber nicht so schlimm. Zack. Schön das Tempo erhöhen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das hoffe ich zumindest. So. Ich glaube, viel mehr zu plündern hat er hoffentlich nicht. Da würde ich mich ziemlich sehr ärgern. Wenn er jetzt noch mehr hätte als diese Drachen. Aber jetzt kriegt er jetzt richtig ordentlich auf die Fretze. Ryo und Rai sind jetzt leicht verwirrt. Das ist blöd. Denn wenn Momo drauf geht. Ah, schafft er trotzdem das Richtige. Ryo ist wieder gesund. Ja. Und Momo versucht mal Heilmittel zu sprechen. Und zwar auf den Rai. Und ich hoffe, das heilt wirklich nur den verwirrten Zustand. Aber ich weiß nicht, ob man Verwirrung als Fehler zählen kann. Weil ich glaube, da der unter dem Einfluss steht, kann Verwirrung mir relativ egal sein. Das weiß ich aber leider nicht. Da bin ich leider nicht genug im Spiel irgendwie drin, um das alles rauszufinden, diese ganzen Techniken. Momo kann, wenn sie will, den Ryo heilen. Und Rai müsste noch immer noch unter dem Einfluss stehen. Jawohl. Alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Eis und Schnee. Kann mich gerne mal am Popo lutschen. Ryo hat wieder einen extra Schlag. Sehr gut. Ich könnte Rai immer noch schneller machen, damit er auch welche kriegt. Oder ich könnte ihm nochmal so eine Frucht geben, dass er halt 20 Mana gewinnt. Aber ich warte erstmal ab. Wir haben ja noch Zeit. Und mach selber mal einen Zauberball. Warum nicht? Vielleicht ist es cool gegen den. Eieiei. Viel Leben hier. Oh nein. Ich glaube, das trifft Momo nicht. Ja. Sehr schön. Leider nicht. Langsam muss was passieren. Ich kann leider auch nicht alle heilen, dann will ich euch Rai erstmal heilen. Damit da was passiert wenigstens. Und dann muss Momo die ihm doch nochmal eine Frucht geben. Dem guten Ryo. Alles nicht so einfach gerade. Komm, da muss gleich mal irgendwas passieren. Auch wieder trifft es nicht die Momo. Denn die ist feuerimmun. Oh, das war schlecht. Naja, so trifft es wenigstens den richtigen. Zack, und das heilt auch richtig schön viel Leben. Unglaublich viel Leben sogar. Wie viele Schläge brauche ich wohl noch? Gerade jetzt, wo ich so viel... gerade wo ich jetzt nochmal so viele Schläge von Rai rein investieren konnte. In den Kampf. Reicht immer noch nicht. Man denkt immer so, wenn es so lange blinkt und blitzt, dann ist es vorbei, aber nein.
So, da sind schon mal 20 Mana reingeflossen. Vielleicht hilft's. Und wenn es nicht helfen soll, dann soll es halt nicht so sein. Dann müssen wir nochmal warten. So, die muss sich selber heilen, die Momo. Ganz wichtig. Und eventuell sogar muss ich noch mit Stundengläsern agieren. Wo ich eigentlich für den Endgegner eher behalten möchte. Ja, okay. Und wieder mal liegt alles an diesem jungen Mann hier. Und das hat uns beim letzten Mal auch nicht weit geholfen. Wir machen jetzt hier nochmal eine Aura. Denn das passt ganz genau in meinen Mana-Pool. Oh oh. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Einmal darf ich noch, das weiß ich zufälligerweise. Boom. Reicht. Ja. Knapp. Knapper ging's nicht. Aber ein wahrhaft großer Sieg und leider nur kriegt ihr eine Erfahrungspunkte. Knochenbrecher lernt er jetzt auch so. Das finde ich auch schön, interessant. Drachenpanzer. Alles gut, alles schön und dieser ist jetzt am Arsch. Dieser der Mann. Es tut mir leid, Tempo, ehrlich. Ryu. Myria hat recht. Hat sie nicht. Null. Schaut uns an. Die Brut. Alles, was wir können, ist kämpfen. Und uns gegenseitig töten. So wie jetzt, aber... Ich wollte nicht zur Brut gehören. Ich wollte nicht so sein wie die. Ja, musst du doch auch nicht. Du kannst deinen eigenen Weg gehen. Ich wollte nur mit dir, Rai... und dir, Rioris, meiner Familie zusammen sein. Ist das nicht der Hammer? Hey, Ryo. Vielleicht seid ihr von der Brut echt verflucht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht wirklich, Ryo. Okay. Bevor irgendwas passiert, möchte ich gerne irgendwie heilen. Und dann möchte ich mal gucken, was wir für Loot abgerufen haben. Mann, seid ihr wieder zerschlagen worden, meine Freunde. Der Drache ist ein bisschen heftiger. Gibt weniger Abwehr, gibt weniger Intelligenz, gibt weniger Attack. Gibt aber dafür 20 mehr Mörder. Vielleicht bringt es was. Auch weil der dann das auch Drache heißt. Drachenhelm, Drachenhelm, Drachenpanzer. So. Den Schamanenring kann er erstmal behalten. Oder wie ich das auch mal nennen soll. Und hier kriegen wir was. Nämlich die steht Schlüsselkarte A. Sieht wichtig aus. So, weil die andere Karte war ja nicht so wichtig. Gibt es jetzt noch irgendwas auf der anderen Seite von diesem See? Wir gucken mal gerade. Wenn nicht, müssen wir hier wieder raus und dann wieder rückwärts rum und können wir auch speichern gehen. Ist auch schön. Auch nicht verkehrt. Ich weiß ja nicht, was hier noch kommt. Hier scheint aber erstmal alles fertig zu sein, zumindest augenscheinlich. Ja. Das war nur eine Sackgasse und nur dafür da, dass wir die Schlüsselkarte kriegen und nochmal Teppo wiederzusehen. Und damit wir uns nochmal selber fragen können, ob die Brut jetzt nun schlecht ist oder nicht. Ich finde überhaupt niemanden schlecht. Und die tun echt immer so, als ob alles schlimm wäre. So. Dann mal ab nach Us. In den Teleporter rein. Runter und ab dafür. Dankeschön, wir haben kein Interesse an euch. Wir wollen nur friedlich unserer Wege gehen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Oder du speziell beim nächsten Mal... Breath of Fire 3, dann gibt's mehr von diesem Ort und vielleicht sehen wir dann auch Myria schon, ich weiß es nicht. Freut euch auf jeden Fall drauf, bis zum nächsten Mal.